Was hat ein voller Maßkrug und ein GbH 18V22 gemeinsam? Bleibt dran, wir erzählen es euch. Vor uns steht das Gesamtsystem GbH 18V22 in Verbindung mit der GDE 18V12. Das heißt, wir haben hier einen völlig neu konzipierten Bohrhammer in Verbindung mit einer dazu passenden und neu konzipierten Staubabsaugung. Kim. Der GbH 18V22 ist der würdige Nachfolger von unserem aktuellen GbH 18V21 im Markt. Und die ganzen Merkmale und Eigenschaften, die der neue Bohrhammer mitbringt, die präsentieren wir euch jetzt. Auf der Tageskarte steht heute ein richtig leckeres Menü drauf. Bestehend aus einem kompakten Bohrhammer. Wie wir sehen, passt er sogar auf die Menükarte drauf, ja, DIN A4. Ja, angereichert mit Bohrdurchmesser von 22 mm, aber im optimalen Bereich 4 bis 12 mm. Und als Beilage haben wir hier dann natürlich noch die Staubabsaugung, die GDE 18V12. Und auch die in einem sehr kompakten Format. Also ich würde sagen, macht rundum einen super Eindruck, aber ist doch ein bisschen trocken. Ich glaube, da fehlt noch was. Ja, und zwar das Getränk. Wir lösen auf. Und zwar, was hat es damit auf sich? Die wiegen ungefähr beide gleich. Also ein voller Maßkrug und der GbH 18V22, hier in dem Fall ohne Akku, wiegen ungefähr gleich. Und vor allem sehr hilfreich für die Überkopfanwendung. Und zwar auch zusammen mit der Staubabsaugung. Vor allem auch für die Gewerke interessant, die Installationen an der Decke vornehmen müssen, Löcher bohren müssen und hier staubarm arbeiten möchten. Ein super Gesamtpaket. Wenn ich mir die Karte so durchlese, Kim, dann muss ich feststellen, dass sind durchweg hochwertige Zutaten verwendet worden. Korrekt. Und zwar haben wir diesen Bohrhammer im Vergleich zum Vorgänger mit ähnlicher Schlagenergie ausgestattet. Aber um noch eins draufzusetzen, könnt ihr hier oben am Faltenbalg schön sehen, dass wir Vibrationskontrolle nun auch eingebaut haben. Und auch im Vergleich zu den anderen Bohrhämmern jetzt auch im Einstiegsbereich Kickback Control für höheren Anwenderschutz. Ihr könnt auch Kickback Control schön erkennen, indem die LED aufblinkt. Und wenn der Georg noch den Hauptschalter einmal loslässt, sehen wir, dass die LED dann auch schön den Bohrbereich beleuchten wird. So, Georg, eine Sache haben wir noch vergessen. Auf der Speisekarte steht es ganz unten, und zwar die Eigenschaften der Staubabsaugung. Jo, wir haben ja hier das als Gesamtsystem konzipiert, also müssen wir Staubabsaugung an den Bohrhammer bringen. Nichts einfacher als das. Wir nehmen die Staubabsaugung, führen die an das Gerät ran und ihr habt es gehört, über das Rasten sind die beiden wunderbar miteinander kombiniert. Genauso einfach geht auch das Trennen. Wir haben hier zwei griffgünstig gelegene Rastpunkte und die drücken wir einfach und wir ziehen das Ganze wieder auseinander und schon haben wir das System getrennt. Aber wenn wir jetzt Einstellungen an dem Gerät vornehmen wollen, dann müssen wir natürlich immer den Akku ziehen. Auch da haben unsere Ingenieure sich was überlegt. Wenn wir uns den Bohrhammer hier hinten anschauen, da ist so ein kleiner Freiraum, das ist eine Griffmulde. Das heißt, wir können hier ganz einfach den Akku mittlerweile auch mit großen Händen bzw. mit Handschuhen greifen, rausziehen und fertig. So, die Einstellungen an der Absaugung für die Bohrer, das erklärst du gerne selbst. Ich challenge dich jetzt mal, ich fordere dich heraus mit dem kleinen Bohrer. Ja. Kein Problem, Georg. Dankeschön. Dazu bringen wir die Staubabsaugung wieder an. Und auf diesem roten Knopf kann man eben die Tiefe an der Staubabsaugung ganz einfach einstellen. Vor allem, wenn man auch mit kürzeren Bohrern direkt am Bohrlauch absaugen möchte. Kann man auch wieder ganz einfach lösen. Jetzt haben wir aber noch eine Sache vergessen, Georg. Und zwar, die Staubbox
und die LED an der Staubabsaugung. Dazu lege ich noch mal ganz kurz den Akku ein, um euch einfach zu zeigen, dass wir hier eine wunderbar gelegene LED haben und einen Nachlauf, damit das Staubmehl oder das Bohrmehl aus dem Saugrohr noch am Ende abgesaugt werden kann. Ihr habt gesehen, hier vorne die LED und der Nachlauf, einfach optimal, dass am Ende nochmal alles abgesaugt wird. Und wo wird das alles reingesaugt am Ende, Georg? Natürlich in die Staubbox. Dazu müssen wir nochmal den Akku entnehmen. So ist es. Ganz einfach. Rausnehmen. Gerät und Ding trennen. Ist nicht zwingend notwendig. Ich mache es trotzdem gerne und lieber. Dann wird das System handlicher. Wir drücken hier unten die zwei Elemente zusammen. Und dann haben wir schon die Dustbox. Staubbox, ja. Ja, die Staubbox. Wunderbar in der Hand. Und die Besonderheit an der Staubbox liegt darin, die ist mittlerweile mit einem HEPA-Filter ausgestattet, was in Zukunft Standard wird bei allen Staubabsaugungssystemen für die Bohle. Ganz einfach auch den herauszunehmen. Wir können den Staub dann logischerweise entsorgen, ganz einfach. Das Staubfilterelement, das klopfen wir leicht aus, ja, setzen es wieder ein. Und über einen definierten Rastpunkt hier unten ist die Staubbox auch ganz einfach wieder zu montieren. So. Das System, das kompakte Bohrhammer-System mit Absaugung, wird natürlich akkubetrieben, wie ihr unschwer gesehen habt. Ja, und dazu verwenden wir im Auslieferungszustand einen 4,0 Amperestunden Akku herkömmlicher Bauart. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Akku verwenden aus der 18 Volt Pro Serie, einschließlich der Ampshare Akkus, die jetzt verstärkt auf dem Markt dann zu sehen sein werden, und rückwärtskompatibel natürlich bis 2008, das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, und verstauen und transportabel ist das System natürlich auch, und die Kim zeigt euch jetzt gleich, wie das geht. Korrekt. Georg, ich würde dich bitten, einmal die L-Box zu holen. Dankeschön. Ihr seht hier die große L-Box. Ich zeige euch gleich, wie man das komplette System verstauen kann. Der Bohrhammer wird auch in der kleineren L-Box ausgeliefert, natürlich mit Akkus und ohne Akkus und Ladegerät. Aber was wir hier zeigen möchten, ist eben, wie wir das komplette Gesamtpaket einmal verstauen können. Und zwar fange ich an mit dem Bohrhammer. Wir können auch den Akku montiert eben so mit dem Bohrhammer zusammen in der L-Box verstauen. Dann das Ladegerät hat seinen Platz, ganz einfach und easy von oben. Danach die Staubabsaugung. Und jetzt können wir auch den Akku noch seitlich verstauen. Hier ist noch Platz für einen weiteren Akku. Außerdem haben wir Fächer extra für die Bohrer in der Einlage entwickelt und den Tiefenanschlag. Und jetzt haben wir unsere L-Box fertig gepackt. Einmal to go. Schönes Menü, können wir ein schönes Picknick machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig unter dem Video. Und darauf, Kim, einen großen Schluck Apfelschorle. Zum Wohl, bis bald. Lecker. Wie das da hier. Outtakes. Kim. So, ja, ich bin da. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, Kim, besteht das ganze Menü aber aus sehr hochwertigen Zutaten. Ach so, oh, sorry. Ja, korrekt, Georg. Und zwar haben wir unseren Einstiegsbohrhammer auch mit einer Vibrationsdämpfung. Und, Georg? Pech.
musst lachen. Ich dachte, du ziehst das jetzt runter.